Von den Upgrades mache ich jetzt ein paar. Denn ich würde mal sagen, jetzt kommen. Ist das der? Das ist der normale, genau. Zack. Und jetzt hat er hier noch einen Slot mehr. Jetzt kann ich dann nochmal so ein Upgrade reinmachen. Und dann haben wir den größten Umsatz an Nebenprodukten für diese Maschine. Und jetzt kann ich da mit gutem Gewissen die Blitzruten reinschmeißen. Und da kommen dann auch, was weiß ich, Schneebälle ohne Ende raus. Wozu auch immer ich die brauche, aber Schneebälle sind ja immer gut. Aber jetzt haben wir hier mal ein bisschen was davon. Und hier natürlich wieder. Ja, gut, das war jetzt nicht geplant. Ich wollte eigentlich meine Chisel noch mitnehmen, dass ich mal jetzt den Sand bzw. das Glas da unten wegmachen kann. Das kommt auch hier rein und das kommt hier rein. Das mache ich mal alles da rein. Mach mal das Glas da unten weg. Und den Zombie mit der Kettenrüstung. Der spendiert sie uns ja natürlich nicht. Aber ist ja egal. Ich hab's nicht so eilig mit Rüstung. So. Ich habe mal von Salz geredet, dass Salz ziemlich wichtig ist. Und deshalb finde ich es auch übrigens gut, dass hier so viel ist. Hatte ich nicht eine Schaufel oder sowas? Warte mal, ich mache jetzt mal. Ich nehme jetzt mal die Axt. Irgendwie kommt da nicht so viel raus, wie wenn ich die Axt hier nehme. Aber da kommt ja eigentlich nur Scheißdreck raus. Das ist ja absoluter Quatsch, was da rauskommt. Also ich meine, die Glasscheiben, die sind ja noch weniger wert als Weizen, was ich eventuell. Aber ich habe Kakaobohnen, das ist gut, das ist sehr gut. Aber ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, weil mein Inventar voll ist. So, und die anderen Sachen, die mache ich mal hier rein. Und eigentlich kann ich das Zeug mal rausmachen und hier reinmachen, dass der mir die Upgrades macht, die ich brauche. Und jetzt kann ich endlich alle anderen Maschinen upgraden, nämlich die hier und 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 die zwei hier oben. So, was können denn jetzt die ganzen Maschinen anders? Ich kann hier noch so ein. Ich glaube, davon brauche ich noch ein paar. Wo sind sie denn jetzt? Hier. Da mache ich mal noch welche rein. Der hier braucht eigentlich nichts. Da mache ich noch eins rein. Der hier braucht auch nichts. Der braucht auch nichts. Der hier braucht welche, aber jetzt noch nicht. Der hier hat welche. Der kann nichts anderes machen. Und der hier kriegt noch eins. So, die Sägemühle. Die hat hier so einen Harztrichter. Hat nichts mit Harz 4 zu tun. Aber man kann damit anderen geilen Scheiß herstellen. Und den mache ich jetzt mal, den Harztrichter. Ist ja eigentlich ein Ding der Machbarkeit. Ich brauche nur sowas hier und ein Steinzahnrad. Was ich auch nicht habe, weil ich keinen Pflasterstein hier drin habe. Ich habe den ganzen Pflasterstein wahrscheinlich hier drin. Nee, was labere ich denn? Da oben natürlich.
Der kommt hier natürlich auch rein. Pflasterstein ist auch eine Ressource, die man mal braucht, wie man sieht. Und Stöcke natürlich. Die ich nur noch ein paar hab. Die ich nur noch ein paar hab, vor allem. Gute Deutsch. Gute Deutsch. Habe ich denn noch hier irgendwo Stöcke? Werden Stöcke nicht gedroppt von irgendwelchen Hexen oder sowas? Ja, wer sagt's denn? Und dann machst du mir mal das Steinzahnrad und das Zinnzahnrad machst du gleich hinterher. Und dann hast du hier den Harztrichter. Den kannst du nur einmal da reinmachen. Und dann ist er hier drin und jetzt nochmal dreimal von denen. Und jetzt habe ich eigentlich mein Leben durchgespielt, kann man sagen. Denn jetzt kann ich hier so viel Holz reinschmeißen, wie ich will. Aber das mache ich mal anders. Ich mache das hier mal weg. Und den hier mache ich auch weg. Und da kommt jetzt mal noch eine Alchemietruhe hin. Dann haben wir noch eine nebendran. Dieses Ding hier. So, und dann mache ich jetzt aber mal das hier alles raus. Und hoffentlich kommt da jetzt nicht raus, sondern so. Und dann machst du hier mal ein paar Sachen rein, die hier da eigentlich reingehören. Alles, was mit Farben zu tun hat und was weiß ich was. Warum nimmt er sich denn jetzt nichts mehr raus? Ach, Auto-Input ist aus. Okay, jetzt ist es. Jetzt macht es natürlich Sinn. Ich hoffe mal, dass der nicht alle von diesen. Ne, da habe ich noch meine Ersatz-Dingenskirchens. Aber das darf ruhig so sein. Und zwar dieses Sägewerk. Das gibt jetzt nämlich, so wie es aussieht, drei verschiedene Arten von Sachen raus. Einmal Harz. Dann noch Sap, was auch immer Sap ist. Das heißt aber Sap. Dann noch Lava, das sind wir schon mal bei 3. Waren es 3 oder kommt noch mehr? Ich glaube, es waren nur die 3. Ja, es sind nur die 3. Und das heißt, ich mache mir jetzt. Ich sortiere das hier mal. Ich mache mir mal Glasscheiben. Denn die brauche ich nämlich, um einen Tank zu machen. Den ich wahrscheinlich auf die Schnelle jetzt nicht finden werde, weil da so viele Rezepte sind. Aber ich mache einfach mal zack, 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 zack. Und viermal Obsidian und dann bekomme ich 2 Tanks raus. Ich brauche aber 4, habe ich gesagt. Und deshalb mache ich mir gleich mal 4. Diese 4 Tanks, Tänke, Tanker, die muss ich jetzt irgendwie da unten verewigen. Ja gut, mit der Hand komme ich da nicht weit. Aber hier und das mache ich mal weg. Und jetzt brauche ich wieder von diesen Röhren. Das ist ein Kabel, das brauche ich nicht. Aber ich brauche Röhren. Habe ich nur noch 3 Stück davon, das ist ja traurig. Kann ich mir denn da noch ein paar. Ja, natürlich. Die kommen nämlich hier rein und dieser Kollege macht dann irgendwelche Flüssigkeiten. Gut, jetzt natürlich noch nicht. Aber ich schmeiß mal einfach eine Sorte Holz rein. Sakura zum Beispiel. Ich kann ja jetzt auch, ja gut, von links sich die Sachen nehmen, macht natürlich keinen Sinn. Aber du kannst mal die Flüssigkeit nach unten machen und das andere nach rechts
Und auch von rechts nehmen. Also dann macht das überhaupt Sinn, was ich gerade mache? Nicht, dass der die Holzbretter noch mal kleiner sägt in Dinge, die ich gar nicht so haben will. Aber jetzt machst du hier mal aus 64 Holz. Ja, hier hast du eigentlich jetzt nichts drin, weil das gleich hier unten rauskommt. Dann sehen wir hier Sap 50, das wird mehr. Wenn ich jetzt hier einen Tank hin mache, dann ist hier Sap drin. So, ich denke, das ist irgendwie nachvollziehbar. Hoffe ich doch. Dass halt so irgend so eine Flüssigkeit, die ich dann halt, wo ich dann noch irgendwas draus machen kann. Ich weiß nicht genau was, aber ist ja Wurst. Ich bekomme jetzt auf jeden Fall sehr viel Holz. Und das heißt, dass ich eigentlich diese Truhe hier mit der anderen ersetzen könnte, mache ich aber nicht, weil sonst einfach zu viel Shit bei rumkommt. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Die Bohnen, die ärgern mich. Die ärgern mich wirklich. Ich dachte, es wäre was Besonderes. Und da hast du dann Pech gehabt. Tja, kann man nichts machen. Ist leider so. Da sind die zwei Kartoffeln. Und der hier macht noch fleißig die hier. Da ist er auch gleich fertig. Gleich natürlich. Und eigentlich könnte ich dann schlafen gehen mal. Denn ich will ja mit Terraforming anfangen. Aber ich habe hier eine Steinschaufel, die ich eventuell im Amboss eventuell, wenn möglich, bei Interesse melden. So. Kann ich die denn nicht? Reparieren. Für einen Haufen Kohle. Habe ich wieder Steinschaufel, die kann ich jetzt nämlich dazu verwenden, um den Sand hier wegzumachen. Weil den reißt's ja dann komplett weg. Hier ist noch irgendwo Wasser, so wie es aussieht. So. Das Salz mache ich natürlich auch weg. Haben wir noch ein bisschen Gedöns. Wo kommt denn jetzt das Wasser her? Kann ich das irgendwie... Ach, das kommt von da drin. Ich mache mal ein bisschen Licht, dass ich was sehe, dass ihr was seht. Das Salz, das baue ich jetzt mal ab. Ja, natürlich hier runterkommen, weil so will ja hier keiner arbeiten. Eigentlich könnte ich mit dem Stein der Weisen das ganze Wasser wieder zu Eis machen und dann das Eis abbauen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Glaube ich. Aber jetzt haben wir ja mal wenigstens ein bisschen was an Salz noch. Das wird auch bald ziemlich wichtig, witzig, witzig und richtig und wichtig. Wichtig und richtig. Und dann habe ich das jetzt hier auch mal fertig. Und dann mache ich das hier nochmal weg. Und das war alles an Salz. Das ist ja nicht so viel. So, Ressourcen. Genau, setz eine Fackel hin. Das kannst du am besten. Und jetzt machst du hier mal
Ich gehe noch mal nach Hause.